Bei der Gemeinderatswahl im September ist es uns als SPÖ Straß gelungen, unseren Stimmenanteil zu verdoppeln. Bei den Gemeinderatsmandaten konnten wir unser Ergebnis verdreifachen und jetzt sind wir zum ersten Mal seit Jahren wieder im Gemeindevorstand vertreten. Ich war die letzten 20 Jahre Obmann der SPÖ Straß im Attergau. Es ist Zeit geworden für einen Generationenwechsel. Michael Hofer wird jetzt einen Obmann der SPÖ übernehmen. Ich werde aber trotzdem im Gemeinderat verbleiben, den Obmann des Prüfungsausschusses stellen und mich weiter für Straß politisch einsetzen. Dieses Amt als Gemeindevorstand darf ich jetzt begleiten. Ich bin Michi Hofer, wohne in Wildenhag und bin vor einigen Jahren als Betriebsrat in die Interessensvertretung für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer eingestiegen. Und da war es für mich gleich klar, dass ich mich auch in der SPÖ engagieren werde, weil das für mich die Partei ist, die für die Interessen der Beschäftigten eintritt. Privat verbringe ich gern Zeit mit meiner Familie, Frau und Kind und Hund. Und jetzt habe ich auch wieder zum Laufen angefangen. Und das ist ganz gut. Diese Kondition kann man auch in der Gemeindepolitik, glaube ich, ganz gut benötigen. Am allermeisten einsetzen möchte ich mich für die, die jeden Tag arbeiten gehen oder im Haushalt beschäftigt sind. Da kann man auch auf Gemeindeebene vieles tun, zum Beispiel in Kinderbetreuung investieren, egal ob Volksschule oder Kindergarten, oder die Situation der Pendler zu verbessern mit dem Ausbau des öffentlichen Verkehrs. Und da gibt es bei uns in Straß einiges zu tun.